Hallo und willkommen zurück bei Memoria. Wir hängen immer noch in der Grabkammer fest und ja. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. Können hier rausgucken? Können wir? Also sie will ja da auch irgendwie nicht ihre Hand durchstecken. Können wir da den Stab durchstecken? Wobei, das bringt ja eigentlich so auch nichts, aber. Können wir denn hier irgendwie was verbinden? Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ja. Können wir das damit Was macht verbinden? ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich wickel Verband zwischen deine Hörner. Warum? Das wirst du schon noch sehen. Einmal hat gereicht. Okay. Oh, jetzt haben wir hier tatsächlich einen Stab mit Verband. Okay. Können wir damit echt angeln? Tatsächlich. Gottes Willen. Geschafft. Muss ich euch darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein, Ja, ist das war mir schon gut. bewusst. Okay, wir haben das Käferbein. Wo müssen wir das da Es würde eigentlich? nicht halten. Ach so, ja. Dann schmier's mal ein. Es klebt nun. Ja. Hauptsächlich an deinen Fingern. Okay, jetzt haben wir das da. Bringt uns aber immer noch nicht weiter. Okay, hau mal noch mal ein bisschen hier mit dem Arm. Loch. Nee. Boden. Auch nicht. Ihn hier. Nö. Da können wir jetzt hier mit meiner Theorie von wegen Kugel raus und da durch. Weil wir können jetzt. Wir haben jetzt hier immer noch die Kugel als benutzbares Icon. Können wir das hier durchs Loch? Um Gottes Willen. Na schön, okay. Also das hat sie jetzt nach rausgeholt. Obwohl sie es vorher nicht gemacht hätte. Also, das wäre eigentlich ganz nett gewesen, wenn sie es vorher schon gemacht hätte und einfach nur irgendwie hier hingelegt hätte, so nach dem Motto, ja, ich kann's jetzt zwar rausziehen, aber ich kann's noch nicht hier durch das Loch. Ich brauche ein anderes. Ja. Na gut. So, können wir jetzt, wie gesagt, hier die Kugel durchreichen. Das war ja mein Plan an sich. Zack. So, zu dir. So, gib mal weiter an deinen Kollegen da unten. Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Stärker. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Ja, er soll halt gefälligst das. Ich sollte das ja nicht da ziehen, deswegen Ich der bin hat. zu weit weg. Wie, was, wo? Ach, na. Sollst ja auch den Wächter hier aktivieren und nicht die Kugel. Die Kugel bringt er ja eh nichts. So, schmeiß mal weiter. Hier zur Halle runter. Busch. Ach, Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen, und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen als ich in Jahrtausenden? Du, ich habe eine ganze Folge gebraucht. War lang genug. Wobei halt, das Problem war klar, nur, dass ich dich mit dem Stab da, diese blöde Käferbein hier rausangeln konnte, war mir irgendwie nicht so klar. Deswegen ist es halt wieder, wie immer bei einem Adventure, kombiniere einfach mal alles mit allem und irgendwas geht. So, kann er. Mal mit.
Seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Ach so, okay. Aber er hält's fest. Okay, können wir... Naja, er hält's fest und dann können wir ihm hier sagen, dass er da kurz die Hand bewegen soll und dann fliegt da die Tür weg. Ja, ja. Hand. Grabeingang. Wollt ihr sie einreißen, muss die Hand zur Tür oder beides miteinander verbunden werden. Es ist so verbunden. Wie hab ich das? Wollt ihr sie einreißen, muss die Hand zur Tür oder beides miteinander verbunden werden. Gerissen krr. Er hat doch die Kugel in der Hand und vorhin hat er doch, oder was heißt vorhin, aber die ganze Zeit, wo ich es hier probiert hatte, hat er doch da rumgemacht wie's Messer. Ich bin zu weit weg. Ja, da habe ich ihn jetzt wieder deaktiviert, tolle Wurst. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Okay. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Also er hat das Ding da in der Hand. Es ist verbunden eigentlich. Mach noch mal hier. Nimm den Wächter und aha. Zieh. Okay. Oder so halt. Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey. Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest helfen können! Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte, ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst. Ich? Ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Eine Silberschale. Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Mehr habe ich nicht. Kannst hier so einen albernen Stab kriegen. Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot, der Palast geplündert. Ich war dabei. Ich wollte gerade sagen. So wie der sich anhört, hat der sich da auch schon die Taschen voll gemacht. Ja, dann kriegst du halt das Ding. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Ja, verraten und verkauft. Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in 1000 Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Sadia al-Kebir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Ja? Okay. Sadia al-Kebir? Nie gehört. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Mit Hilfe des Verkina brachte Sadia die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Bitte? Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Ja, genau, wie unwichtige Details. Also, das sind sehr, sehr wichtige Details. Von wegen hier, dass sie dann keiner kennt und so weiter.
von wegen hier die Waffe da hingebracht und wie ist denn der Krieg ausgegangen und wieso erinnert sich dann keiner an sie und überhaupt, was ist denn da? Wie kann die restliche Geschichte nicht wichtig sein? Nun, sie ist wichtig, aber nicht für dich. Vertrauen. Alter! In diesem einen Fall ist Unwissenheit wahrlich ein Segen. Nee. Nee. Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Ich habe es selbst überprüft. Malakars Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet, die zusammen mit einem Ferkiner aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Rashtulzwall aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren, Satyas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Mhm. Okay. Dann erzähl mal. Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gebildete tulamidische Prinzessin war Satya die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet, so wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Satya kannte die Antwort, sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun 3 Tage, das Rätsel zu lösen. Am 4. Tage werden wir weiterziehen, ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Abgemacht. Moment. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher, unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Zum einen, das ist kein Rätsel, das war irgendein Spruch. Komischer Kauz. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Zum anderen weißt du gar nicht, ob du da überhaupt überhaupt was bekommst, was du da haben willst. Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe, du kannst das nicht mehr. Ich hab nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mach dir eine Salbe. Ja. Okay, also da liegt unsere Rabennuri. Hier ist das zerbrochene Artefakt. Das kennen wir ja auch noch aus dem ersten. Das Artefakt deine Seele in den Rabenkörper aus der ersten Folge. Ich weiß nicht. Davor war schlimmer. Mein Feenkörper war am Verwelken. Es tat viel mehr weh. Es tut mir leid. In dem Moment konnte ich nur deine Seele retten, nicht deinen Körper. Ich frage mich oft, ob es nicht doch einen anderen Weg gegeben hätte. Ach hier, König Kastanie ist auch hier am Start. Nuris altes Kastanienmännchen. Hoho, Nuri, ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanie. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh, danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient. Ach ja. Nee, einschlafen ist schlecht. Rezept. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herrin Peraine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Ach, das wird schon irgendwie klappen. Vogelbart, ist da Fett drin? Giacomos Vogelbart ist schön, nicht wahr? Er sagt, er hat es in einer Feenruine in den Blutzinnen gefunden. In der Feenwelt gibt es überhaupt keine Vögel. Na, es gibt mindestens einen großen Pfau. Stimmt, aber mehr auch nicht. Deine Welt ist viel schöner. Ja, die komische Drogenfeenwelt da. Mhm. Ich erinnere mich an den Pfau auch. Vor allen Dingen an das komische Nasenvieh. Ja, Topf. Nach dem Essen wollte ich so schnell wie möglich zu Fahi. Da war keine Zeit mehr zum Ausputzen. Egal, dann ist da bestimmt Fett drin, ne? Bei Travia. Er ist ganz fettig. Ja, nimm mit. Hast du mit?
kratz halt raus. Das dauert die halbe Nacht, bis ich das Fett damit ausgekratzt habe. Ach, komm jetzt. Käfig. Meister Gwinlings alter Vogelkäfig. Hm. Vorhang? Der Stoff zerfällt immer mehr. Naja, sobald ich Fais Rätsel gelöst habe, verschwinden wir hier. Nicht wahr, Nuri? Ich will die Welt sehen. Aber erst brauchst du deinen alten Körper. Können wir aus dem Vorhang was rausschneiden? Ich schneide einen Fetzen heraus. Genau, mach mal. Können wir damit eventuell den Topf reinigen? Wie du sagst, wie das wird die ganze Nacht dauern. Der Fetzen ist jetzt ganz fettig. Ja, funktioniert gut. Kommode, Alchemistentisch. Dann gehen wir dahin. Diese verdammte Hexe. Sie hatte mir versprochen, dass ich mit dem Rezept Nuri einen neuen Körper erschaffen könnte. Die Silbertaler sehe ich nie wieder. Mhm. Unnützes Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Okay. Hilft nicht. Bücher. Ich bringe sie bei meinem nächsten Einbruch zurück. Ach so. Ah, hier ist Würselkraut. Das brauchen wir gut, doch, oder? Gut, dass ich es noch nicht weggelegt hatte. Ja, ja, mach für noch mal. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Würselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ja, das hast du schon. Ich kann dass die Herren Pereine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Ja, ja, ist ja gut. Hier, nimm erstmal das komische Kraut. Wo können wir das denn jetzt hier zerreiben? Ich hätte nie gedacht, dass ich die nach letztem Winter wieder hinbekomme. Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Doch ein Stößel vielleicht? Irgendwie irgendwas sowas mäßiges? Bücher. Bücher nach draußen. Käfig. Vogelschädel. Gerons Eltern. Können wir das eventuell hier am Alchemistentisch irgendwie... Unsinn. Mist. Als ehemaliger Vogelfänger kommt so einiges zusammen. Ja. Die Schädel sind noch aus Gwinlings Zeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Tölpel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nuri, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Ja, vor allen Dingen der ganze Lug und Trug, den du da veranstaltet hast. Bücher. Können wir das Würselkraut da in die Tränke legen? Vogelbad mit Würselkraut. Ja. Ich war noch sehr klein, als sie starben. Ja. Vermisst du deine Familie, Nuri? Die Feenkönigin und den Feenkönig? Ein bisschen. Aber ich gucke nicht gern zurück. Die Tiere und Pflanzen dieser Welt sind jetzt meine Familie. Ja, den König haben wir eigentlich gar nicht gesehen. Wir haben nur die verstrahlte Königin gesehen und halt jede Menge komischer Wachen. Ich habe alles versucht. Hesindegeweihte befragt, Zauberbücher aus der Akademie geklaut, mit Hexen paktiert. Nichts und niemand kann die Macht des Artefaktes wiederherstellen. Und selbst wenn... Nuris alter Körper ist auf ewig verloren. Hoffentlich hält dieser Fahi, was er verspricht. Glaube ich nicht dran. So, mit dem können wir nichts machen. Vogelbaum. Gefällt dir der neue Vogelbaum? Ja. Oh Gott. Geron, warum muss ich erst wieder eine Fee sein, bevor wir hier weg können? Weil du eine Fee bist und kein Rabe. Und Giacomo sagt, dass wir uns beeilen müssen, dich zurückzuverwandeln. Er sagt, eine Feenseele ist etwas sehr Sanftes. Wer weiß, was geschieht, wenn sie zu lange in einem falschen Körper weilt. Außerdem kann ich dich hier um einiges besser beschützen als auf Reisen. Wenn du dich nur beschützen ließest. Ja, ja. Kommode, aber da können wir ja nichts machen. Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Oder kann ich da... Ach so, Moment. Können wir das da kaputt machen?
Da muss nichts heil gemacht werden. Du sollst nichts heil machen, sondern kaputt machen. Da muss nichts heil. Ja, können wir das mit... Da bringt der Zaubern. Ja, ist ja gut. Ich will ja nicht zaubern. Ich will hier klein häckseln. Ich kann das Kraut mit dem Messergriff zerreiben. Okay, das funktioniert wunderbar. Das können wir wieder wegnehmen. Den Lappen. Herr Reine, lass dieses Fett für Nuris Wunde reichen. Ich habe kein anderes. So, und jetzt haben wir hier einen ekligen Lappen. Und den legen wir da auf die Wunde. So. Wunderbar. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch. Und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Wann glaubst du, kann ich wieder fliegen? Lass uns morgen sehen, wie es deiner Wunde geht. Vielleicht können wir etwas üben gehen. Schön. Schlaf gut, Geron. Schlaf gut. Und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten. So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Ja, und das ist keine Frage. Und noch einmal, diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht. Nicht entmutigen lassen. Denk an was Schönes. Denk an... So, okay. Wir haben Kapitel 1 erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt müssen wir hier noch kurz... dass sie an irgendwas Schönes denkt, an unsere erste Begegnung. Die war eigentlich sehr lustig. Denk das mal. An unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Naja, okay, danach. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Weißt du noch? Bootsfahrt war, glaube ich, nicht so toll. Da hat sie ihn zwar geküsst, aber danach war nicht so tolle. Sieg gegen das Böse ist auch nicht. Unsere Nacht am Nagerfeuer, komm, da machen wir doch eher das da. Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. In einer Mühle wurden wir angegriffen. Ach so, ja, stimmt, das war ja... Das war davor, ich meine danach. Sie hätten uns fast getötet. Wir leben doch noch, oder nicht? Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... Deswegen das mit dem Svelte, das war mit dem komischen Fischer da. Okay. Erste Heldentat, was war das denn? Erinnerst du dich noch an keine die Ahnung. Und wie ich sie ablenken musste? Ach so, das ja. War doch spannend. Sie haben so friedlich gegessen. Und dann hast du sie in den Krieg geschickt. Nur um sie loszuwerden. Das sind Orks. Orks ziehen ständig in den Krieg. Aber gut, es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm, genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja, leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Geron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher. Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Okay, ach so, wir sind hier auf der Lichtung, hier bei Nuris altem Zuhause. Wieso können wir das... Darunter liegt Nuris alte Höhle. Als ihr Feenkörper vernichtet wurde, ist auch die Höhle eingestürzt. Ach so. Vermisst du dein altes Zuhause? Ich weiß nicht. Glaube nicht. Na toll. Okay, dann würde ich sagen,
ich mache hier an der Stelle Schluss für die Folge. Die läuft nämlich schon wieder lang genug. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir mit Nuri zu Fahi. Und vielleicht kann der sie ein bisschen aufmuntern. Wobei, glaube ich, fast nicht. Ja. Also, bis zum nächsten Mal.